Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Videotutorial für das Programm For You Key von TenoShare. Ich werde Ihnen anhand von vier einfachen Beispielen den Funktionsumfang von For You Key vorstellen. Dazu gehören die Entfernung des Passcodes und der Apple-ID, sowie das Entfernen des Bildschirmzeitcodes und der Deaktivierung des Mobile Device Managements. So, los geht's und viel Spaß dabei! Wir beginnen mit der Entfernung des Bildschirm-Passcodes. Dazu habe ich hier als Beispiel ein iPhone, was durch die mehrfache falsche Eingabe des Passcodes jetzt deaktiviert wurde. Das Programm For You Key habe ich zuvor installiert und jetzt gestartet. Das Programm kann kostenlos ausprobiert werden, ist aber auf Dauer nicht kostenlos zu benutzen. Auf dem Hauptbildschirm von For You Key ist das Entsperren von iOS-Bildschirm zu sehen und somit klicke ich auf Starten zu entsperren. Den darauf folgenden Hinweis, dass alle Daten auf dem Gerät gelöscht werden, bestätigen Sie jetzt mit Starten. Im nächsten Schritt muss das iPhone an den Computer angeschlossen werden, um dann anschließend das Gerät in den DFU-Modus, also in den Wartungszustand, zu versetzen. Je nach iPhone-Modell können Sie hier die Schritte dazu auch direkt im Programm entnehmen. Bei dem iPhone 8 oder neuer drücken Sie jetzt schnell die Lauter-Taste und dann die Leiser-Taste. Halten Sie anschließend die Power-Taste gedrückt, auch dann, wenn der Bildschirm bereits schwarz geworden ist, und weiterhin gedrückt halten, wenn das Apple-Logo zu sehen ist. Lassen Sie die Power-Taste erst wieder los, bis das Zeichen für die Verbindung mit dem Computer zu sehen ist. Wechseln Sie anschließend zum Programm und bestätigen Sie mit Herunterladen den Download der aktuellen Firmware. Nach kurzer Zeit bestätigen Sie dann den Start für die Entfernung des Passcodes mit Starten zu entfernen. Der Prozess dazu kann wenige Minuten in Anspruch nehmen. Direkt danach startet das iPhone neu und Sie können mit der Neueinrichtung Ihres Handys beginnen. Im zweiten Teil möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit dem Programm For You Key die Apple-ID entfernen können. Als Beispiel dient jetzt ein iPad, bei dem ich mich jetzt kurzerhand einfach abmelde. Im Programm For You Key starte ich jetzt die Funktion Apple-ID entfernen und schließe das iPad mit einem Lightning-Kabel an den Computer an. Bestätigen Sie anschließend den Hinweis, dass alle Daten auf dem iPad gelöscht werden, mit einem Klick auf Starten zu entfernen. Sollte auf dem Gerät keine Bildschirmsperre eingestellt sein, dann muss diese jetzt nachträglich, bevor es weitergehen kann, eingestellt werden. Wie hier zu sehen ist, wechsle ich jetzt zum iPad zurück und gehe dazu auf Touch-ID und Code. Hier aktiviere ich jetzt den Code und vergebe hier nur beispielhaft einen der einfachsten Zahlencodes. Ich werde dazu vom System gewarnt, weil es ein sehr einfacher und unsicherer Code ist. Aber dieser dient ja nur als Voraussetzung dazu, dass die Apple-ID sicher entfernt werden kann. Somit ist hier die Codesicherheit egal. Zurück zu For You Key klicke ich jetzt auf Bereits eingestellt. Als nächstes muss jetzt sichergestellt werden, dass die Zwei-Faktor-Authentifizierung auf dem iPad aktiviert ist. Dazu gehe ich beim iPad in die Einstellungen auf Passwort und Sicherheit und aktiviere die Zwei-Faktor-Authentifizierung, wenn es nicht schon geschehen ist, so wie in meinem Beispiel hier zu sehen ist. In For You Key kann ich jetzt auf Aktiviert klicken und im Anschluss wird die passende Firmware dazu heruntergeladen. Danach starten Sie mit Starten zu entfernen den Prozess und bestätigen Sie gleichzeitig nochmal den Hinweis, dass alle Daten auf dem iPad gelöscht werden. Der Prozess der Entfernung der Apple-ID kann schon einige Minuten in Anspruch nehmen. Am Verlaufsbalken können Sie den Fortschritt erkennen und auch die geschätzte verbleibende Zeit sehen. Danach müssen Sie auf dem iPad die folgenden Schritte zur Aktivierung vornehmen. Erstens mit dem Code entsperren und zweitens das Passwort für den Sperrbildschirm verwenden. Fertig. Hier auf dem iPad zeige ich den Start für die Neueinrichtung noch einmal für Sie.
Im dritten Teil möchte ich Ihnen jetzt zeigen, wie sich der Bildschirmzeitcode mit 4YouKey entfernen lässt. Als Beispiel dazu dient wieder ein iPhone, bei dem die Bildschirmzeit begrenzt wurde. In 4YouKey klicken Sie auf die Funktion Bildschirmzeitcode entfernen und schließen dazu natürlich wieder das iPhone an den Computer an. Danach klicken Sie auf Starten zu entfernen. Als nächstes muss die Funktion Mein iPhone suchen auf dem Handy deaktiviert werden. Ich zeige Ihnen das hier, Sie können aber die Schritte auch dazu direkt im Programm verfolgen. Gehen Sie in die Einstellung auf dem iPhone und tippen Sie auf den angemeldeten Benutzer. Dann tippen Sie auf Wo ist und schalten mit einem weiteren Tipp die Funktion aus. Diese muss dann mit der Eingabe der Apple-ID noch bestätigt werden. Zurück zu 4YouKey starten Sie jetzt mit einem Klick auf Starten zu entfernen. Befolgen Sie jetzt noch kurz die Schritte, um das Gerät sauber einzurichten. Wählen Sie auf dem Handy bei Apps und Daten die Option Keine Apps und Daten übertragen aus und wählen Sie bei der Bildschirmzeit Später konfigurieren aus. Fertig, das war's. Wie jetzt hier weiter im Video zu sehen ist, wurde der Bildschirmzeitcode sauber entfernt. Im vierten Teil möchte ich Ihnen jetzt zeigen, wie Sie das MDM, also das Mobile Device Management, umgehen können. Das MDM steht für eine zentralisierte Verwaltung von Mobilgeräten durch ein oder mehrere Administratoren. Hier auf dem iPhone ist schön zu sehen, um welche Funktion es dabei genau geht. Auch hierfür stellt das Programm 4YouKey eine Funktion bereit. Ich schließe dazu wieder das Handy an den Computer an, klicke im Programm auf Umgehen starten. Den Verlauf dazu können Sie auch hier im Programm mitverfolgen und im Anschluss daran bekommen Sie eine Meldung, dass das MDM, also das Mobile Device Management, erfolgreich umgangen wurde. Starten Sie jetzt das iPhone, melden sich an und tippen bei Apps und Daten auf Keine Apps und Daten übertragen. Richten einen Code für die Touch-ID ein, tippen dann aber auf Code nicht verwenden und dann weiter auf Fortfahren. Folgen Sie dann den restlichen Anweisungen. Fertig, das war's. Sie sehen im Anschluss auf dem Handy, welche Apps von der Deaktivierung des MDM betroffen wurden. Und damit komme ich auch schon zum Ende des Tutorials. Vielen Dank fürs Zuschauen und weiterhin viel Freude mit dem Programm von TenoShare. Tschüss, bis bald und auf Wiedersehen.